Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Tiny Tinas Assault on Dragonkeep. Das letzte Mal haben wir gesehen, wir haben den bösen Hexer besiegt und wir haben gesehen, dass Tiny Tina doch weiß, dass Roland getötet wurde. Sie verdrängt es halt nur gerne, es hat sie schon sehr mitgenommen. Aber genug davon, denn jetzt wollen wir die Königin endlich retten gehen. Und deshalb gehen wir mal schauen. Ich habe mir jetzt nochmal noch einen neuen Granatenmod ausgerüstet. Bloodwing. Das hat jetzt gerade ein bisschen komisch ausgesehen. Und ich habe mir einen neuen Granatenmod ausgerüstet, der... Als ihr über die Leichen der Unglücksritter steigt, die versucht haben, die Königin zu töten, wisst ihr, dass ihr hier richtig seid. Denn wer sonst könnte der Welt das Licht zurückbringen? Wer, wenn nicht die schönste, bezauberndste und anmutigste Königin? Ich habe so eine Ahnung. Okay, meine Ahnung war falsch. Yay, Arschgau. Das ist... Wow. Warum überrascht mich das nicht? Sie ist wunderschön. Die Königin ist in Sicherheit und kann endlich ihren Zauber wirken und der Welt das Licht zurückbringen. Oh Mann. Sie braucht Eridium, um ihren Zauber aufzuladen. Und dann sie damit. Jetzt muss ich ihr meine... Och nö, ich dachte, ich hätte jetzt ein bisschen Eridium gekriegt und könnte es behalten. Och, na gut, dann füttern wir Arschgaul eben mit Eridium. Es lässt ja genug droppen. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass da Tiny Tina oder so rauskommt, aber na gut. Dann ist es eben Arschgaul. Von mir aus. Oh Gott. Wie ich dieses DLC hier liebe. Erstmal das Geld hier einsammeln. So, noch irgendwas? Da liegt noch Geld. Kohle. Na komm. Und ich wollte eigentlich, bevor die Videosequenz kam, noch sagen, ich habe einen Granatenmod ausgerüstet, der mir nach und nach Granaten auffüllt. Ist doch schon recht cool. Jetzt habe ich nämlich wieder volle Granaten. Aber okay, dann füttern wir Arschgaul mal mit Iridium. Oder? Da liegt denn noch Geld. Da liegt noch Geld. So. Ich will mal mit Arschgaul reden, gucken, was passiert. Ja, braves Pferdchen, ne? Ja. Na gut, nimm das. Yay! Was das jetzt? Sieht auf jeden Fall hübscher aus. Ende. Und? Was sagt ihr, Leute? Das war wirklich toll, Tina. Jawohl! Das hat echt Spaß gemacht. Hey, Leute, der Spion hat die Zugangscodes zur Hyperion Mondbasis ausgespuckt. Jemand Bock, eine Raumstation hochzujagen? Oh ja, hab ich! Und so kehrten die Kammerjäger und ihre kleine Psychopathin zurück ins Ödland. Zurück in eine Welt voller Blut und Wahnsinn, die sie für einen allzu kurzen Urlaub verlassen hatten. Wiedersehen. Und in den Tagen, die dann folgten, würden sie sich erinnern. Ihrer gefallenen Freunde, der Abenteuer, die sie erlebt hatten, ob real oder in der Fantasie. Und sie würden wissen, egal wie schlimm es auch kommen mochte, gemeinsam wären sie nie allein. Ich liebe euch alle! Und dann sagte Catherine etwas Dummes und versaut. Oh, es war jetzt ein herrliches Ende. Oh, toll. Ich krieg mich fast nicht ein. Ah, also das war jetzt definitiv mein liebstes DLC von Borderlands 2. Das kann ich schon mal sagen. Ich habe sie ja alle runter... Oh, ich kann da das ein bisschen schnell runterlaufen lassen. Ja, okay. Ja, das war auf jeden Fall das Ende der Hauptquest, aber ganz vorbei ist das DLC ja nicht. Es gibt noch einen Haufen Nebenaufgaben und da das sonst eine ziemlich kurze Folge wäre, versuche ich jetzt einfach mal die Credits hier möglichst schnell runterlaufen zu lassen, um dann noch in dieser Folge wenigstens eine Nebenaufgabe zu lösen. Und ich möchte das Let's Play von Tiny Tinas Assault on Dragonkeep auch nicht einfach enden lassen. Ja, doch bitte, es geht weiter. Denn es gibt ja viele geile Nebenaufgaben.
Und die Welt hier gefällt mir einfach super gut. Ich frage mich, was jetzt kommt, wenn ich das hier zum Abschluss gebe. Habe ich eigentlich... Ja, ich habe noch Plätze frei im Inventar. Mal sehen, ob das eine Rolle spielt. Ja, Fütterkönigin Aschgaul gibt Erfahrung und Geld. Gute Arbeit. Ihr habt den Hexer besiegt und der Welt das Licht zurückgebracht. Ihr habt euch eine Verschnaufpause verdient. Keine Sorge wegen der Königin. Ich bringe sie selbst zurück in die Stadt. Okay, interessante Trophäe. War's das? Das kann's doch nicht schon gewesen sein. Ach wo, ihr habt noch massig Nebenquests zu erledigen. Und ich habe alle Zeit der Welt. Sag dich doch, Nebenquests. Und die werden wir dann auch gleich machen. Können wir noch mit dir reden? Ich werde nie vergessen, wie ich mit Tina General Rancid geplättet habe. Ich habe die Wachen ausgeschaltet und sie hat ihn mit einer Granate gefüttert. Das waren Zeiten. Kommt ihr zurecht? Ja, ja, läuft. Eigentlich müsste ich jetzt da runter, aber springen habe ich jetzt nicht wirklich Bock. Oder soll ich da runter springen? Ich springe einfach mal runter, so richtig Badass-mäßig. Yippie! Oh, Pfletsch! Oh, da tauchen auch schon wieder Haufen Gegner auf. Na gut. DT, kümmerst du dich mal drum? Bitte? Danke. Ich treffe die irgendwie nicht mit meiner Pistole. Da fällt mir noch ein, ich habe noch eine andere Pistole ausgerüstet, die ich schon lange mal ausprobieren wollte. Die Vladov. Die irgendwie nicht schießt. Was ist denn jetzt hier los? Warum schießt die Waffe nicht? Das ist interessant. Ich habe null Munition für die Waffe. Was soll denn der Scheiß? Jetzt verdeckt mir natürlich die noch hier. Ah, Magazingröße 1, okay. Ja, ich glaube, das habe ich mir jetzt durch irgendeinen Skill sicher versaut. Die Waffe. Ist ganz schön doof. Da muss ich die verkaufen, weil die bringt mir nichts offensichtlich. Schade. Oder kann ich hier... Nee. Doof. Das ist jetzt echt doof. Ich habe aber noch ein oranges Schild gekriegt. Was macht das denn? Spike-Schaden. Schießt zielsuchende Korrosionsspikes ab, wenn du Schaden durch Kugeln erlitten... Entschuldigung. Wenn Schaden durch Kugeln erlitten wird. Okay, interessant. Das werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen behalten. Aber, das mit der Pistole wurmt mich jetzt schon ein bisschen. Ein Schuss. Ich hätte die gern getestet, aber durch meine Skills habe ich ja irgendwie weniger Munition zur Verfügung. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, welche das war. Ja, reduziert die Magazingröße. Das ist der hier. Und wenn man nur einen Schuss im Magazin hat, dann ist es ja doof. Naja, ich wollte die Waffe ja auch schon lange mal ausprobieren. Dann mal dahin. Ja, schießt so schnell du abdrücken kannst, wenn man treffen würde. Ja, immerhin macht DT seine Arbeit gut. Wo willst du hin, du großer blauer Drache? Komm zurück. Ich glaub, mein Nachladeknopf ist kaputt. Was zur Hölle war jetzt das? Verdammt, verdammt, verdammt. Nicht gut. Ich habe nur noch eine Rakete. Ja, Leute, es sieht so aus, als würde ich mal wieder sterben. Schade. Der große blaue Drache war doch ein bisschen zu groß und zu blau für mich. Mal schauen, wo ich jetzt wieder belebt werde. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir hier? Die Hyperion Corporation sagt, gern geschehen. Ja, ja, du kannst mich mal. Aber trotzdem danke fürs Wiederbeleben. Ja, dann laufen wir hier mal ein bisschen auf den Turm rum und gucken, ob wir irgendwie zurück zu der Schnellreisestation kommen. Weil ich will ja wieder ins Anfangsdorf rein und dort anfangen mit den Nebenquests. Oder erstmal alle annehmen und dann gucken, wo ich hin muss. Und ich laufe. Was haben wir denn da Schönes? Eine Kiste, die mich nicht angreift. Das finde ich sehr schön. Ja, aber die Waffen gefallen mir nicht so. Vielleicht Munition. Nee, die gefallen mir alle nicht. Munition ist voll, okay. Wo ist denn hier? Ah, da ist der Rückweg. Ja, da ist der Rückweg, das passt. Das ist wunderbar. Ah nee, noch ein lila Drache. Mal sehen, ob der auch so nervig ist wie der blaue. Wo bist du? Wo bist du, lila Drache?
Der lila Laune Drache, der lila Laune Drache, der jetzt stirbt. Und tot. Und da ist der große Blaue wieder. Hä? Noch ein großer lila Drache? Wo kommen denn die ganzen lila Drachen her? Treffe ich überhaupt was? Denk doch. Ich tue einfach mal so, als würde ich treffen. Aber ich will immer noch zur Waffenkiste in Sanctuary. Ich habe so viele goldene Schlüssel. Wie viele habe ich eigentlich? Wie viele goldene Schlüssel habe ich? 10. Ja, das gibt wieder einiges an Waffen. So, komm, du großer, böser, blauer. Na, dann halt erstmal die Skelette. Das könnte jetzt doch ein relativ weiter Weg werden bis zur Schnellreisestation, dass ich wieder ans Anfang des DLCs komme. So, DT, mach mal. Du bist zu langsam. Also, das war mehr als ein schlechter Reim. Aber ich kann ihn verstehen, super badass. Ich schmeiß mal einen von meinen neuen. Okay, das könnte ein sehr interessanter Mod sein. Das ist tatsächlich ein Feuerball, der da geschossen wird. Das ist ja cool. Das sieht cool aus. Es bringt nicht viel, aber es sieht cool aus. Oh, und die Key ist weg. Feuerball! Feuerball! Husrador! Und tschüss! Oh, das war daneben. Dann eben auf die althergebrachte Weise. Mit dem Hammer. Ach, der ist immer noch da. Aber Feuerbälle machen sie ja sicher auch Spaß. Ja, Feuerbälle machen dem Hexer oder Totenbeschwörer. Ich weiß gerade nicht, was das ist. Ich habe es nicht gelesen. Stirbst du mal? Oh, da kam was geflogen. Und ein Feuerball. Da ist ziemlich viel gestorben. Ja, ja. Und voll. Die Team, mach mal einen Weg frei. Ich habe hier noch was. Au. Au, au, au. Dann kriegt ihr noch ein paar Feuerbälle reingedrückt, ihr. Oh, das war DT und das hat er sehr gut gemacht. Aua, hey. Meine Fresse. Ja, so viel kann ich auch sagen. Nein, das ist nie gut. Und ja, das Nachladen, wenn ich sagen könnte. Habe ich jetzt absichtlich gemacht, weil meine Energie muss ich ja nachfüllen. Und zwar sehr dringend. Oh, böser, böser Drache. Böser, böser, blauer Drache. Danke, DT. Aber kümmere dich lieber um den großen, bösen, blauen. Und ich habe keine Anarchie mehr. Doof. Au, au, au. Nicht immer auf mich. Nicht immer auf mich. DT, bitte einmal Schild nachfüllen. Der blaue ist ja echt heavy. Echt heavy drauf hier. Vielleicht mal mit der Pistole. Oh, da ist noch wer. Ich hab da gerade noch was gesehen. Ja, verdammt aber. Tauch wieder auf. Tauch wieder auf. Komm schon, tauch wieder auf. Wo bist du? Da ist er. Immer noch nicht. Kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich will ihn besiegen. Komm her. Verschwindet immer viel zu schnell. Und ich sehe es schon kommen. Jetzt werde ich in der Folge nicht in das erste Dorf kommen. Also. Der ist immer viel zu schnell weg. Dummer Sack. Aber ich denke, dass wenigstens der Drache weg ist. Immerhin. Du Sackgesicht. Zeig dich. So, komm. Dann ist er mal da, dann treffe ich nicht. Und dann muss ich nachladen. Er ist tot, er ist tot. Rums, bums und ich habe mich fast selber getötet mit diesem... Ja, einerseits ist das Shield schon ganz praktisch, andererseits töte ich mich fast selber damit. So, aber bevor ich hier Schnellreise mache, noch kurz ein bisschen, ja, keine Badass-Tokens vergeben. Materialmanagement nennen wir es mal. Gucken, was alles, ja, das meiste habe ich schon markiert. Zähigkeitsartefakt, kämpfe um dein Leben, bla bla, neue Gesundheit, nee, nee.
Brauche ich nicht. Ich kämpfe nicht so gerne um mein Leben. Das behalten. Nee. Nee. Gefällt mir nicht. So. Bisschen was verkaufen. Ja, ich muss immer geheilt werden. Alles weg. Ich bin nur ein bescheidener Händler. Und dies sind meine Waren. Aber die Feuerbälle, die behalte ich erstmal. Die sind cool. Dann ist das hier der Mana-Trank. So lebt denn wohl. Vor allem, da sie mit der Zeit eben meine Granaten wieder auffüllen. Okay, nee. Ah, ich weiß, wie ich den Weg ins erste Dorf finde. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber... Da, Flame Rock Refugee. Können wir erstmal die Aufträge abgeben, die ich schon zufälligerweise gemacht habe. So, einmal dorthin. Und mein Bein schläft ein. Das ist doof. So. Wir sind nun also wieder in Flame Rock Refugee, um die Aufgaben abzugeben, die wir bereits gelöst haben, und uns neuen Herausforderungen zu stellen. Und nein, ich werde jetzt nicht die gesamte Folge so reden. Das ist selbst mir zu blöd. Ich habe Arschgau schon zurückgebracht. Okay, hier, Ellie. Hallo, Ellie. Her damit, Baby. Da hast du deinen BH. Und ich krieg nichts dafür? Ach, sie zieht sich um. Nee, da muss ich nicht zugucken. Wow. Das wird mich zwar nicht die Bohne schützen, aber ich sehe echt heiß aus. Kann ich nicht anders sagen. Ja, wie Xena, die Kriegerprinzessin. Okay. So, was kriege ich dafür? Ja, nicht viel. Ich könnte echt einen Pulli gebrauchen. Ja, das wäre schön. Okay, die Aufgabe haben wir abgegeben. Ja, dann war, glaube ich, nur noch... Genau, MMORPG FPS, First-Person-Shooter. Töte das Monster, lol. Roffel, was auch immer. Dann geben wir das mal. Der steckt immer noch da. Ist es gemütlich? Ja. Was ist ein E-Sports? Hashtag gib dich zu! Okay. Schöner Raketenwerfer. Und da die Räuber des letzten Bosses. Das Blutbad steht bevor. Bring Freunde mit. Ach nö, das werde ich dann auch alleine schaffen. So, wie viele Aufgaben? Na, sind schon noch ein paar, die hier rumstehen. Gucken wir mal, was das so alles ist. Und dann entscheide ich dann zufällig, was ich mache. Die Musik ist wieder schön hier. Ah, du hast mir eine Aufgabe? Gib mal her. Hey Sugar, ich habe etwas für dich. Finde Mörderlins Tempel. Eine Welt voller Magie und Gewalt erwartet dich. Nur zwei Worte. Magisches Gemetzel. Und dann sage ich noch 24 weitere Worte. Mein alter Kumpel Mördelin, der Zauberer, managt eine meiner Arenen. Einen Ring des Gemetzels. Geht zu ihm, wenn ihr ein paar Orks umbringen wollt. Ring des Gemetzels. Das klingt sehr sympathisch. Was haben wir da? Oh, Geld. Ich mag Geld. Ich wollte gerade noch gucken, ob ich hier auch irgendwie Trinkgeld zustecken kann, aber geht anscheinend nicht. Na gut, holen wir die nächste Aufgabe oder Aufgaben. Ich habe ja noch kurz Zeit, das sollte reichen. Die stehen außerdem gerade nebeneinander. Oh, Arschgaul, ich sehe Arschgaul. Hallo Arschgaul. Oh, Arschgaul hat eine Aufgabe für uns. Wer ist ein prächtiges Pony? Streichle Arschgaul. Arschgaul will, dass ihr sie streichelt. Wie soll man sie denn streicheln? Mit einem Patsche auf den Pöppes, du Pfosten. Mit einem Patsche auf den Pöppes. Okay, dann gehen wir im Patsche auf den Pöppes. Ich streichle das prächtige Pony. Würfelt, um zu sehen, ob es dir gefällt. Es gefällt ihr. Schön. Dann können wir das gleich abschließen. Perfekt. Du bist ein prächtiges Pony. Ja, das ist es. Oh, die Königin hat Hunger. Aber da sehen wir gerade mal wieder, warum ich dieses DLC so mag. Ich glaube, Arschgaul hat Hunger. Womit sollen wir sie füttern? Sie ist eine glamouröse Königin aus Diamanten, liebste Lila Lulilith. Füttert sie mit den edelsten Dingen, die das Leben bietet. Mit Iridium zum Beispiel.
Lila Lolilis. Okay, dann füttern wir Arschgaul mal mit dem Iridium. Arschgaul ist ein Geschenk für euch da. Es duftet nach Regenbogen und Sommer. Oh. Also, wenn wir sie mit Wertsachen füttern, kackt sie Beute aus? Verstehe ich dich da richtig? Na, Logo! Du bist sowas von schräg. Oh ja, Tiny Tina ist wirklich sowas von schräg. Dann holen wir uns aber jetzt noch die Aufgabe von Roland ab, damit ich hier mal Schluss machen kann. Aber oh, ich kann es kaum sein lassen, hier zu spielen. Einige magische Bösewichte wollen umgelegt werden. Kriegt ihr das hin? Das Schwert im Steiner, okay. Hier in der Nähe läuft ein, sagen wir mal, unmotivierter Golem rum, dem ein ziemlich krasses Schwert im Rücken steckt. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr es mir wieder beschaffen könntet. Okay. Und dann hast du noch... Ich habe eine neue Quest für euch. Der Winter ist eine blutige Angelegenheit. Klingt alles ziemlich vertraut. Hallo, ich bin's, Roland. Irgendwo in der Nähe vom Schloss des Hexers lebt ein Prinz namens Jeffrey. Er hat bereits mehrere Unschuldige ermordet. Und wenn man ihn gewähren lässt, wird Jeffrey der monströseste König, den diese Welt je gekannt hat. Sucht ihn, tötet seine Wachen und prügelt ihm die Scheiße aus dem Leib. Klingt nach Spaß. Okay, Leute, dann sage ich an der Stelle mal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir sehen uns wieder bei diesem bescheuerten DLC, oh Gott. Und in dem Sinne nehme ich mal noch die Belohnung entgegen. Hey, hey, Mordecai. Hey, hey. Hab dich lieb. Oh. Sei bitte nicht so schräg. Und ich könnte auch Arschgaul weiterfüttern. Na gut, aber dann, wie gesagt... einfach Tschüssikowski.